Und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Clash of Clans Folge mit mir, den Hubi. Und zwar, ich wurde angegriffen. Ich bin mal jetzt mal. Okay, das war jetzt natürlich das mit den 1000 Punkten. Ich denke mal, 1000 Punkte sind jetzt nicht viel. Okay. Der hat mir. Naja, der hat mir natürlich nichts Sinnvolles gehabt. Das ist wahrscheinlich ein Rathaus 9er. Bitte Base. Ja, ich habe leider keine Rathaus 9 Base. Der hat mir echt sehr viel. Der Efron Purpose, der hat mir verdammt. Ja, okay, der hat Schild. Aber er ist. Den einzigen Nachteil, was ich jetzt hatte, die letzten paar Tage, er ist zerstört. Lass mal ein bisschen rausscrollen. Das Problem, wo ich jetzt. Das Problem, was jetzt ich leider hatte, ist einfach das: die Lager waren komplett voll. Ich habe heute morgens die Queen vor Arbeitsbeginn noch gestartet. Ihr seht selber, vor gut 4 Tagen war mein Rest der Angriff. Also, ich habe zwar jetzt gut gefarmt. Ich habe leider keine Rathaus 9 Base. Ah, schau mal die Bohrer. Fast 4000 Dunkles rausgesnackt. Also, boah, da geht was. Da geht wirklich was. So, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Also, das ist so ein ganz normaler Beginn, wie ich immer Clash of Clans wieder heimkomme, was ich so mache. Und zunächst möchte man die ganzen Sammler lernen, damit da ein bisschen was vorwärts geht. Okay. Die Arbeiten, der Packer müsste auf Level 11. Auf 12 kostet der 3,2. Oh, der Schaden. Was erhält sich noch? Trefferpunkte, Überladung. Ich denke mal, ab 14. Ist er wirklich, ab 14 könnte man ihn schon gut gebrauchen. Also, zunächst mal Fallen machen wir wieder ready. Wo hat er eigentlich angegriffen? Okay, er hat nur 300 Dunkles. Er hat wahrscheinlich diesen Bohrer hier gesnackt, der wo natürlich etwas voll war. Mauringe kaufen wir uns nicht. Okay, stimmt, wir können noch die Clan-Spiele. Kann du nur 11 anbieten? Alles klar, Muggi, der alte Hund. Lol, ach, die Clownburg war ja auch sogar noch. Nicht, danke. Ja, leider, wir haben nichts, aber super, sei echt über letzte Zeit übertreiben sie es echt. Dreimal Buch der Helden, vor allem dreimal Buch der Helden. Also, wenn du die Zauberspruchbücher nehmen würdest, ja, vor allem dreimal Buch der Helden, ich könnte ja nur noch die Queen jetzt ein Level machen und den König 3. Also, und er wäre ja auf 38, speziell 39. Und wenn ich jetzt mein Labor angucke, Leute, ich habe sogar den Riesen gestartet, ich finde die Riesen eigentlich recht cool. Ihr seht es selber, ich habe eigentlich jetzt nur noch den Beben und den Skelett. Ich würde auf jeden Fall sagen, erst den Skelett aber auf Level 3, da der für Lavalunien echt verdammt OP jetzt. Beben, vielleicht mache ich ein Beben zwischendurch, ich weiß ja nicht. Und dann am Schluss die normalen Truppen. Also, was ich mir speziell jetzt noch wichtig wäre, wäre vielleicht der Magier noch. Der wäre vielleicht noch ein bisschen cool auf 7. Warte mal. Ganz kurz, Moment. Jetzt habe ich den Lautsprecher ein bisschen wieder ausgezwirbelt. Alles Kabel. Manchmal ist es echt nervig. Und dann würde ich vorschlagen, den Miner noch. Und wenn die zwei fertig sind, Drache, Baby, Drache, Packer, das ist alles so 9 plus Ultra. Also als erstes würde ich als erstes mal einen Freeze maxen. Weil kann auf jeden Fall nicht schlecht sein. Ich habe jetzt mal das gemacht. Jetzt sind da bald wieder Clankriegs liegen. Und das Barge-Ereignis ist wieder. Ich freu mich natürlich drauf. Bargen ist richtig, richtig OP. Ist auch richtig cool. So, zunächst mal würde ich mal sagen, Clan-Spieler, was könnten wir hier einsammeln? Dunkles Mauerringe. Dunkles Buch. Ich weiß nicht. Rune des Elixiers, Rune des Goldes. Rune des Elixiers, dann könnten wir halt instant den Packer gleich nochmal machen. Auf 3. 2, dann wird er auf 12. Gut, das geht halt so gleichwertig immer aus. Man könnte natürlich auch Rune des Goldes machen und sowas wie eine Death hier maxen. Wäre vielleicht auch eine Alternative. Aber die 3, 2, das sind jetzt alles, naja, wo ich sagen kann, das sind jetzt nicht so Nonplusultra. Elixier, ich weiß nicht, der Packer wäre vielleicht nice oder doch Rune des Elixiers. Leute, es ist echt hektisch. Also auf 11, ich würde mal sagen, Packer maxed. Was ich natürlich noch wichtig finden würde, wäre die Bogis vielleicht so ein bisschen zum Funneln, wenn da so dementsprechend Fallen sind, beziehungsweise Armeelager, die man hier schön wegholen kann. Dann die Bombenwerfer und dann eventuell Kanonenkarre. Kanonenkarre ist so ein bisschen, das ist so, kann man vorstellen, der Packer ist dein Golem oder dein König, wo ein bisschen Damage auszahlt, kannst du als König und die Kanonenkarre ist so etwas in dieser Hinsicht die Queen. Weniger Leben, mehr Angriffspunkte, also Trefferpunkte. Hier war jetzt nichts. Ich glaube, hier haben wir auch Runen. Ja, okay, ich habe mir aber hier nichts.
weil ich einfach selber farmen will. Ich würde mal sagen, ich suche jetzt einen Gegner raus, dann können wir uns da noch ein bisschen unterhalten, was ich nehme. Clanspiele immer hastig einsammeln ist doch etwas fragwürdig. Ja, okay, Adlerdef, Max Luftabwehr, leider nicht. Das finde ich natürlich jetzt auch cool, dass du tauschen kannst. Also ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut, suche den Gegner raus und sehen wir uns gleich wieder bei der Gegnerwahl, meine Freunde. So Leute, ich würde mal sagen, den nehme ich mit. Ja, plus 2, 5 Dunkles. Ich muss auf jeden Fall wieder eine andere Farmtaktik benutzen. Ich würde wahrscheinlich wieder mit Kobolden farmen, da ich natürlich hier mir mehr verspreche. Ich würde sagen, hier ist keine Luftabwehr, eventuell Clan-Truppen. Leute, was hat denn der für Low-Tesla? Jetzt hatte ich echt gedacht, der Magier, das ist so eine Sache, wo er jetzt rauskommt. Ich würde sagen, rechts, wir greifen hier von rechts an. Die Queen ist zwar ein bisschen, naja, so gefandelt, aber okay. Wir machen jetzt einfach die gute alte Spamorino. Dann hier ein Skelett bzw. einen Zauber drauf. Hier Rage mal, dass da mal ein bisschen was geht. Hier einen Spammy-Time. Dann würde ich sagen, hier einen kurzen Heal-Zauber und hier einen Magier. Okay, sie hätten eigentlich noch vielleicht. Oh komm, sie hätten doch in den Magierturm fliegen sollen. Das war jetzt natürlich. Naja, kann man jetzt nicht sagen, dass das OP war, der Angriff. Guckt euch mal das an. Die Queen überlebt mit ein Fitzel Leben. Mit ein Fitzel Leben überlebt die einfach mal. Wir schicken den hier hin. Und die Lakaien räumen hier auf. Ja, es ist eigentlich eine voll gerushte Base. Das war jetzt nicht OP. Ich habe zwar bloß, auch wenn ich jetzt nicht den perfektesten Touch hier habe, dass mich hier richtig OP sind. Aber ich denke mal, es reicht. Wir zünden gleich den König jetzt. Der haut ihn aus der Maus letzte Mal. Und ich wollte ihn einfach mitnehmen, nur aus dem Grund, er hat halt dementsprechend einigermaßen viel Gold, weil ich natürlich wieder was upgraden will. Ich kann jetzt aber nicht sagen, weil ich die Dev angeschaut habe, dass der frisch Rathaus 9 war. Weil hier sieht man noch ein schlechtes Armeelager, beziehungsweise Kaserne. Armeelager, okay, die sind einigermaßen gemaxt. Naja. Ach, das sind echt Clan-Truppen drin. Jetzt sehe ich das erst, Loons. Der hat wirklich Lo Nein, nicht mein König! Ach komm, anstatt dass sie auf den König gehen, weißt du, auf den Loon. Nein! Ach komm! Nein! Der hatte Loons drin. Dein Ernst? Ich wollte dich eigentlich nicht ganz zerstören, aber Alter, nach dem, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich werde wahrscheinlich auch nur mit Kratos etwas vorhaben. Also, ich würde mal sagen, wir fahren wieder Dunkles. Ich will wieder runter in die Liga. Weil ihr seht ja selber, wenn ich hier etwas oben bin, ich habe natürlich, wenn du die Bohrer voll hast, die Lager immer alles voll hast. Ach, das war ja meine Angriffe jetzt. Dann wird sowas geklärt. Also, es waren natürlich zwei Ultra-Angriffe, ist klar. Wenn du natürlich einigermaßen was in Ausbau hast, verstehe ich das auch. Kleine Clan-Truppen, nix, keine Queen. Der Gegner muss einfach nur rein. Ballern, was geht. So, ich würde mal sagen, dunkles, Mauerring, Buch, ach, da ist Uhrenturm drin und ich würde mal sagen, wir nehmen die Rune des Goldes für die Dev und dann haben wir wieder einigermaßen gut gelootet. Auch 4000, Leute, wo war denn ich? Hä, ging das nicht weiter rüber? Konnte man früher nicht sehen, wie weit das rüber ging? Okay. So, was Einzige, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall eine Skelettfalle auf Level 3, würde ich mal sagen, dass die mal ein bisschen was arbeiten, dass da mal ein bisschen was vorwärts geht. Schatzkammer ist einigermaßen gefüllt, die leeren wir mal kurz aus. Elixier ist noch drin, das wird jetzt leider nicht leer. Was könnte ich denn noch upgraden, was einigermaßen billig wäre? Die Kanone kostet 4, 5. Ach, der Bogiturm, okay, der ist am Max. Auf Level 13 ist er am Max. Aber ich will natürlich erst alle auf den gleichwertigen Level ziehen. Ich würde mal sagen, ich spare noch ein bisschen und ich starte hier einfach nochmal. Ich will erst alle Bogitürme jetzt rundherum aktivieren bzw. los. Hä? Ach so, jetzt hatte ich schon gedacht, man sieht schon wieder. Den nächsten Event. Also 4 Tage ist natürlich Clan-Kriegsligen. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei mit Master. Ich will hier ein bisschen wieder Pokale sammeln, beziehungsweise Eigenschaften. Und ich würde mal sagen, wir machen kurz noch einen Nachtdorf-Angriff. Die geht jetzt auf Level 3. Ach, was haben wir jetzt eigentlich für Bücher? Warte mal, magische Gegenstände. Ach, wir haben jetzt 4 von 5 diesen Uhrenturm-Tränken haben wir jetzt auch schon. Lol, das ist eigentlich jetzt. Seht ihr das eigentlich? Ich kann jetzt eigentlich bald nichts mehr umsonst kriegen. Wenn ich jetzt allgemein Tränke will, geht es nicht mehr. Ressourcentränke 15, das ist abartig. Aber ich glaube, ich war schon die richtige Entscheidung, da mich
da ich mich für diese Rune des Goldes entschieden habe, einfach aus dem Grund. Ich muss sagen, mit Loons, okay, die Base ist eigentlich recht cool, klar, manchmal passiert es, dass du es als knapp nicht failst, du verlierst, gewinnst manchmal. Aber ihr seht selber, ich nehme manchmal die Kanonenkarte, manchmal aus Max Riesen, aber jetzt bin ich mal ehrlich, wenn ich bis ich die Riesen auf 16 habe, vergeht mir sehr viel Zeit noch. Also lieber max ich die Packer, die haben Damage raus. Wir machen jetzt, wie gesagt, hier einen Angriff. Vielleicht gewinnen wir nicht. Und ich denke mal, vielleicht nehme ich noch eine Folge auf. Also was ich immer jetzt achte, Loons. Hier links ist der Brutzler, hier mittig ist die Luftwaffe. Ich kann es jetzt leider nicht anklicken. Mauszeiger ist jetzt leider auch aus. Also werde ich hier von Uhrenturmseite angreifen. Einfach aus folgendem Grund. Okay, der Brutzler tankt, also wird spät aktiv. Wir nehmen auf jeden Fall mehr Lakaien mit. Einfach aus dem folgenden Grund. Sehr viel Death wird erst sehr spät aktiv, damit sie mir hier schaden kann. Das nehmen wir hier weg raus. So. Wenn der jetzt doch hinfliegt, okay, der kriegt das nicht mehr, weil natürlich er schon. Ach komm, ums Fitzelchen. Okay. Die holen sich das noch weg. Das ist OP. Was ist der OP? Das ist einigermaßen gut. So. Das Einzige, was ich natürlich auch sa euch sagen wollte, wegen den Clan-Spielen hier. Fandet ihr da jetzt so richtig cool? Also ich kann da echt nichts zu sagen. Ich hasse die Clanspiele. Also nicht die Clanspiele selber, aber die Nachtdorfereignisse, das sind doch mehr als. Na, die nerven. Ohne Witz. Weil wenn du jetzt wirklich wie hier, angenommen, ich hatte so Aufgaben wie die Gemini, du musst jetzt schon fast von oben angreifen. Du bist gezwungen. Okay, jetzt sehe ich. Alles klar. Das ist natürlich wieder so mit Luft. Klappt's, klappt's nicht. Hat der viele fallen auf Luft, hat der viele fallen nicht auf Luft. Der Tesla müsste jetzt schnell down gehen. Ah, okay. Die Lakaien gehen natürlich jetzt nicht dahin, wo sie hingehen sollten. Danke dafür. Nein, komm. Das ist ja voll ein Fail-Angriff. Das ist jetzt wieder sowas, wo du jetzt sagst, okay, die Kampfmaschine geht wahrscheinlich nicht rein. Also schlecht wie dir das ist, vor allem es lebt halt immer noch die Riesenkanone. Und die Riesenkanone ist so OP. Wenn jetzt die Kampfmaschine instant auf die Bauhütte geht und die Riesenkanone die schießt sie nicht ab, die wird sterben, die wird das Rathaus nicht kriegen, weil die Riesenkanone macht über ein Drittel weg. Darum ist das die letzte also Truppe allgemein. Okay, die schießt noch nicht, okay? Wir haben noch eine Chance, dass das auf jeden Fall was wird. Ich werde sie kurz davor zünden. Das Rathaus ist ein bisschen angekratzt, also 2 Sterne, 62% und dann war es es auch. Ihr seht es halt selber. Loons sind schon einigermaßen sehr angriffsflächig. Okay, ich hätte natürlich hier denken können, dass hier eine Bombe ist, wahrscheinlich oder ein Tesla. Aber vom Problem ist auch der Loons, sie fliegen immer auf einen Haufen zusammen. Ihr schaut zu, also entweder hat er schon deutlich gewonnen. Er sitzt an über ein Drittel. Über ein Drittel haut die Riesenkanone hier weg. Ach komm. Hey, das ist so OP. Der Tesla ist so OP. Ich denke, wir haben verloren, weil 61% ist einfach jetzt keine Siegstraße. Wundert mich. Wundert mich wirklich. Ich schau mal, er hat Max Truppen. Ich will jetzt nicht sagen, dass er deswegen verloren hat, aber Leute, die immer nur wie hier Max Truppen haben, du hast eine viel größere Auswahlchance. Ja, okay, er hatte einigermaßen Helden, okay. Ja, Elektrodrachen auf 2. Ich weiß nicht, Rathaus 12 wäre eine Alternative, muss aber nicht sein. Also 3-2, ich würde auf jeden Fall den Packer auf jeden Fall starten auf 12. Darum habe ich mich jetzt eigentlich fürs Gold entschieden. Ihr seht, also wenn ich jetzt die Packer maxed habe, dann werde ich die Schleichschützen maxen, die natürlich, was ich als Ziel verfolge, hier 2 Truppen dazu bekommen und ich natürlich eventuell wie hier eventuell Armeelager ausschalten kann, wo ich vielleicht 2 Lakaien brauche, reicht hier ein Bogie. Deswegen als nächstes den Mauerbrecher, einfach aus dem Grund, wenn ich hier gezielt hier unten reingehen will, nehme ich das und dann natürlich den Kanonenkarre. Dann vielleicht kann auch zwischendurch mal die Bartstruppen machen, vielleicht nach den Schleichschützen die Barbaren. Nein, es ist einfach Hammax, dass es einfach mal Max ist. Ja, Leute, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde wahrscheinlich wieder 2 Babys nehmen. 4. Wohl Babys eher weniger. Ich werde hier wahrscheinlich schön snacken mit Kobolde. Einfach ein bisschen. Ich will mich wieder runterfahren. Ich bin jetzt so weit oben. Das ist ein bisschen nervig, muss ich echt zugeben. 5 hier alt habe ich. Ich nehme hier einfach mal 3 Sprung mit, 2 Rage und. Sonst brauche ich nichts. Einfach aus dem Grund, wenn wirklich was ist, kann ich die Kobolde ragen und hier ein, zwei Sprung reinsetzen und hier schnell easy snacken. Weil ich werde wahrscheinlich in Anschluss den Skelettzauber auf 2 machen und dann wird was gehen. Die Queen geht auf 39 und dann sind wir eh schon Klangkriegs liegen. Das sind in 4 Tagen.
Also entweder muss ich den ersten Kriegstag werde ich wahrscheinlich verpassen, beziehungsweise werde ich nicht mitnehmen können. Aber wie gesagt, das Weitere sehen wir bei Kriegsliegenbeginn. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal zu einer weiteren Runde Clash of Clans. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so genommen habt, beziehungsweise CW-Ligen. Ja, Leute, was ich daraus ansprechen noch wollte, klar, es gibt zwar welche, die haben mehr diese Medaillen erhalten, aber es kommt ja immer darauf an, was sie liegen. Ich bin zufrieden, wir sind jetzt in Gold 1 weit vorgerückt. Wir müssen jetzt noch einmal, muss das wechseln. Genau, wir sind hier 1 weitergerückt und da bin ich soweit sehr zufrieden. Also, wie gesagt, bedanke mich und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, Peace out, euer Masterpiece.